Guten Tag und willkommen zurück hier bei Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Ich bin immer noch an exakt derselben Stelle, weil ich logischerweise nichts ohne euch machen will. Ist ja wohl klar. So, wir müssen als nächstes, denke ich, hier lang. Ja, sieht gut aus. Boah, das gerade gelaggt. Oder sah es einfach nur komisch aus von den Effekten? Ja, keine Ahnung. Wir sagen einfach mal, es sah einfach nur komisch aus, weil das Spiel sehr gut optimiert ist. Ja, ja. Ja, gut. Hier ist irgendwas. Das sieht besonders aus auf der Karte. Was ist hier? Zelda ist hier. Alles gut? Okay. Ist hier ein Krog? Nö. Hier ist einfach nichts. Na gut. Ich würde gerne weitermachen, die Schatztruhen einzusammeln. Aber ich glaube, wir können nicht alle einsammeln. Zumindest noch nicht. Also schon, klar, in diesem Part machen wir das. Auch in dieser Mission. Klar, wir machen alles in einem Zug. Nur ich meine das so, dass es wahrscheinlich noch Bereiche gibt, in die wir gerade noch nicht können. Dass ich jetzt noch nicht alle Truhen direkt einsammeln kann. Sondern dass wir da erstmal hier irgendwelche Stützpunkte leerräumen müssen. So, also auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal diesen Zorn-Hinox hier wegmachen. So. Da haben wir ihm auf jeden Fall schon mal die Hälfte der Balken abgezogen. Und schaffen wir das? Ja, schön. Und kriegen auch direkt eine Schmetterattacke durch. Okay, nice. Aber er ist noch nicht down. Nice. Schönes Dingen, Link. Holy shit. Ja, auf jeden Fall ausgewichen. Ich hätte zwar gern einen Attackenhagel gehabt. Aber na gut. Dann halt nicht. So. Da ist er down. Die sehen aber auch krass aus, diese Zorngegner, ne? Holy shit. Okay. Woher müssen wir? Hier lang? Okay, wir kriegen doch schon alle Truhen. Okay. Dann habe ich mich vertan. Oder was heißt vertan? Ich habe ja kein Statement gemacht von wegen, ja, ich weiß, dass wir da die nicht kriegen können, sondern ich habe es nur vermutet. Also, haben wir dann alle? Haben wir alle Truhen? 10 Reaktorkerne. Holy fuck. Okay. Komm hier durch. Wir kommen nicht hier durch, ne? Nö. Alles klar. Ja, dann muss Maronus das machen. Let's go, Maronus. Sowas von Zeit zu tanzen. So, Maronus. Du kriegst jetzt erstmal alle Äpfel. Und machst dann hier Stasis. Ja, schön. Auf jeden Fall schon mal 2 Balken abgezogen. Und wir haben keinen Feuerstab. Das ist blöd. Ah, gut. Auch nicht wirklich. Ups. Auch nicht wirklich dramatisch. Eismodul. Okay, das mussten wir bisher bei einem Ivarok noch nie benutzen.
Weder bei einem Glatzirock noch bei einem Feuer-Ivarock oder keine Ahnung, wie die Viecher heißen. Und auch nicht bei einem normalen Ivarock. Okay, nice. Da haben wir den Schmetterangriff raus. Aber er ist noch nicht down. Obwohl wir ihm über die Hälfte der Leben schon abgezogen haben durch Geböllere auf seinen Stein da hinten. Nice. Schönes Ding, Maronus. So, wie sieht's aus mit Bombenmodul? Hä? Ihr habt aber gesehen, dass ich's gedrückt habe, ne? Ich hab's gedrückt und es ist nichts passiert. Pff, na gut. So. Jetzt benutzen wir nochmal Stasis. Und da ist er fast down. Aua. Ja, ja, wir müssen jetzt aufpassen, dass uns Maronus nicht abkratzt. Und durch das Stasis haben wir auch gerade sehr geschickt die Attacke gedodged. Alles klar, nice. Und Zelda zerstört die Barriere. Angriff. Die Titanen bündeln ihre Macht. Aufgepasst, Link. Gleich sind wir dran. Wo ist Link? Wo ist er? Ne. Die Nacht des Blutmondes. In dieser Nacht ist Ganons düstere Magie. Habe ich das nicht sogar mal gefragt, ob irgendwann noch mal ein Blutmond kommt? Habe ich das nicht mal irgendwann vermutet, irgendwie richtig früh? So im 20. Part oder so? Holy shit, das wird krass. Aber ich freue mich. Ich freue mich richtig. Alter. Aber selbst die normalen Viecher halten jetzt viel mehr aus, ey. Holy shit. Man sieht das aber auch. Die Viecher halten hier viel mehr aus. Nicht nur die großen, sondern auch die kleinen, wie gesagt. Aber bei den großen sieht man es nochmal richtig gut. Link hat normalerweise mit einer Combo die echt gut runterbekommen. Na, obwohl... Der Zorn-Hinox, der kriegt aber auch mächtig was abgezogen, ne? Nice. Besiege die wiederbelebten Monster. Okay, wir sind hier auf jeden Fall schon richtig. Zelda, mach dich doch mal auf nach da drüben. Hm? Wie wär's? Und wo ist... Impa, okay, sie ist da drüben bei Maronus. Das ist gut. Ich glaube, die beiden sind am schwächsten. Und da werden wir auf jeden Fall die beide dann an einen Ort brauchen. Wenn Zelda und Link an einen Ort sind, das ist Schwachsinn. Das brauchen wir nicht. Aua. Naja, was soll's. Und er ist tatsächlich down. Sehr schön. Nice, den haben wir noch getroffen. Ich dachte, das wird nicht mehr zählen. Aber doch. Ist noch im Rahmen.
Aua. Scheißdreck. Ich riskiere gerade viel zu viel, ey. Okay, aber wir haben den Down. So, Maronus. Maronus hat immer noch eine Spezialattacke, die ich gerade rechtzeitig noch auslösen konnte. Okay, wir... Ah, obwohl... Er ist unten. So. Hier benutzen wir nochmal Stasis. König Rohrm rückt aus, okay. Oh, wir müssen... wechseln zu Impa. Die jetzt auch mal ihre Spezialattacke auspacken wird. Nice. Komm, böller richtig was rein hier. Warum hat ihn das denn jetzt nicht getroffen? Ja, ey, komm. Warum hat ihn das denn jetzt nicht getroffen? Okay, Attackenhagel. Ich konnte ihm auf jeden Fall aus dem Off ausweichen. Das ist schön. Das ist sehr geil. Ach du Scheiße. Okay, wir müssen auf jeden Fall wechseln. Wir müssen auf jeden Fall wechseln. Auch wenn wir jetzt darüber laufen müssen, ist das auf jeden Fall trotzdem wert, weil wir können nicht mit denen weiterkämpfen. Das geht nicht. Einen Hit und die sind down. Okay, hier können wir immer noch nicht rüber. Hier können wir immer noch nicht rüber. Dass ich es jetzt schon wieder versuche. Oh Mann, ey. Okay. Ja, dann wird das jetzt wieder etwas länger dauern. Sorry dafür, aber ich will hier nicht schon wieder neu beginnen müssen. Habe ich keinen Bock. So. Los geht's. Jetzt ran an den Feind. Jawohl. Das ist genau das, was ich hören will. Wir böllern hier noch ein paar weg im Vorbeigehen. Und da sind wir auch schon hier. So. Wir zünden mal eine Spezialattacke. Okay. Jawohl, schön. Und damit dürfte der Glassirock down sein. Was ist hier mit dem Moblin? Ist der auch schon weg? Ja, den haben wir auch schon komplett zerfetzt mit der Spezialattacke. Sehr nice. Boah, ey. Komm. Spezialattacke raus. Und böller ihn weg. Okay. Ja, komm, dann greif halt an. Nice. Attackenhagel. Und können wir nochmal danach? Nein. Okay, sie hat auch... Oh! Das war eher Zufall, aber ich nehme es auf jeden Fall. Ach komm, ey, als ob... Ah! Hat das wehgetan? Okay, komm. Wir zünden nochmal eine Spezialattacke. Ich hoffe, der Feuermoblin wird dann direkt mit weggeböllert. Oh mein Gott, ey. Aber wie es scheint, hat er wieder an Stärke gewonnen. Und ich krieg mega auf die Fresse. Aber so richtig. Holy shit, ey. Okay, komm. Jawohl.
Er ist auf jeden Fall down. Was ist hier mit dem... Der Magmarock steht noch. Haben wir Äpfel? Wir haben keine Äpfel. So. Dem Magmarock geben wir nochmal eine Spezialattacke mit. Wir werden auf keinen Fall aufsteigen können. Allerhöchstens, wenn ich das hier tue. Aber ich glaube, jetzt ist er schon down, oder? Nein, er ist noch nicht down. Er ist noch nicht down. So. Blitzstab. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber ich probiere es mal. Na, nicht wirklich, ne? Nicht wirklich. Kriegt er ein Modul? Können wir ein Modul haben? Nee, das ist kacke. Das Werfen ist... Das mag ich nicht. Mach irgendein Modul. Komm schon. Wie gesagt, das Werfen will ich hier nicht sehen. Ach du Scheiße. Ja, okay. Da ist es passiert. Ach, fuck. Okay, wir sind auf jeden Fall beim Checkpoint rausgekommen. Beim vernünftigen. Bei 4 von 6. Und das passt soweit, würde ich sagen. Moment mal, wenn ich hier jetzt Eis reinmache. Jawohl. Ja, sie wollte jetzt da nicht hingehen. Aber es reicht noch. Sehr gut. Ja, es reicht auch komplett, um den da wegzumachen. Und die Gegner wurden in allen Gebieten wiederbelebt. 2 von 6 haben wir trotzdem noch. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, aber anscheinend. Okay, benutzen wir hier nochmal das Eismodul. Und dann kriegen wir auch einen Schmetterangriff nochmal raus. Nice. Eismodul brauchen wir nicht gegen einen Feuermoblin, oder? Nee, nicht wirklich. Okay. Hälfte haben wir. Okay. Ballern wir nochmal eine Spezialattacke raus, dann müsste er... Nee, er ist noch nicht down. Aber fast. Aber fast. So, jetzt aber. Ah, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Aber es hat geklappt, okay. Und rein damit. Nice. Weg mit ihm. Und, Link ist hier, ne? Ja, bei den beiden. Okay. Ich weiß nicht, ob das reichen wird. Ich denke nicht. Aber wir müssen es auf jeden Fall probieren. Nice, okay. Mit dem Hochwirbeln hat es auf jeden Fall gereicht. Das ist sehr gut. So, zack, der ist weg. Und nur noch ein Gegner ist übrig. Da ist gerade niemand stationiert. Haben wir was zu fressen? Ja, einen Apfel anscheinend. Okay. Und cool, dass es nur ein Apfel ist. Komm. Ballern wir den hier noch kurz weg. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, aber ich hoffe einfach mal. So. Stützpunkt erobert.
Und dann gehen wir da zur markierten Stelle. Komm, zieh Link. Ist nicht mehr weit. Und es ist anscheinend nur ein Blitzmoblin. Okay. Das geht noch. Das geht. Komm. Spezialattacke. Und Stasis. Jawohl, schön. Und da ist er down. So. Füllen wir wieder die Spezialattackenleiste. Und ein Zornleune ist erschienen. Was ist das denn? Oh Mann. Ja, dann bring's mal ran, Alter. Dann bring's mal ran. Ah, fuck. Okay, komm. Wir benutzen Stasis. Nice, Link. Sehr wichtig. Das ist allerdings blöd. Ja, gut. Aber wir haben einen Schmetterangriff. Ja, doch, einen Schmetterangriff draußen. Oh. Dem weiche ich jetzt einfach mal aus. Mit einem Spezialangriff. Sorry, aber ich kann nicht schon wieder hier dumm Leben verschwenden. Komm, wir greifen noch ein bisschen an. Und dann ziehen wir ihm einen Schmetterangriff rein. Sehr schön. Nö. Wir machen dich jetzt einfach hier damit weg. Und böllern dir dann nochmal Stasis rein. Und dann müsste er eigentlich auch schon direkt down sein, ohne dass wir einen Schmetterangriff benutzen müssen. Alter. Rückeroberung Hyrules. Erfolg. Und gut, dass hier ein Cut ist, weil das war echt krass. Das war schon sehr krass. Ja, Link hat das Tragelimit erreicht. Machen wir das weg. Ja, das weg. Ja, ihr seht, ich habe immer noch nicht die das Farmschwert gemacht. Ist halt ein bisschen blöd. Starke Angriffe weg. Attackenhagel weg. Rüstgeschwindigkeit ist eigentlich ganz geil. Dann kann man mehr Balken abziehen. Ich glaube, wir machen tatsächlich den den Spezialangriffs Damage weg und machen dafür mehr Angriffsgeschwindigkeit rein. Ja, Angriffsreichweite, weiß ich nicht, ob wir es brauchen. Aber ich behalte es einfach erstmal. Und dann machen wir das noch weg. So. Dann haben wir wieder 4 Plätze. Was auch erstmal reichen sollte. Zumindest für die nächste Mission. Oh, Impa hat das Tragelimit erreicht. Okay. Sprintangriff. Starke Angriffe. Angriffsreichweite. Ja, das weg. Das weg. Diese Schadensboni, wenn man so und so viele Herzen hat, finde ich so unnötig, weil erstmal
hat man sowieso viel zu selten einfach die Situation, dass man volle Herzen hat, ein Treffer und du kannst knicken. Das ist noch nicht mal über 90% Herzen, sondern einfach volle Herzen. So, hat man sowieso so gut wie gar nicht. Und 30% oder weniger Herzen, das sollte nicht auf dem Plan stehen, darunter zu fallen. Ich meine, manche mögen diesen Berserker-Modus, dass man einfach nochmal mehr Damage macht, wenn man halt in die Ecke getrieben ist. Aber ich finde, man sollte sich einfach vornehmen, möglichst wenig Herzen halt zu verschwenden. Was ich zwar oft, worin ich zwar oft sehr schlecht bin, aber ich versuche mir das anzugewöhnen. Und auch wenn es nur für eine Mission ist, finde ich trotzdem, dass es sich dann lohnt. Also, dass ich nur für eine Mission dran denke. Kann ja auch sein. Dass man dann in einer Mission mal genau drauf achtet. Und selbst wenn es, wie gesagt, nur eine Mission mal zwischendurch ist, ist vollkommen egal. Das ist dann auf jeden Fall besser, als direkt mit dem Mindset reinzugehen, ja, ich habe ja dieses Perk, also kann ich ruhig unter die Herzenanzahl fallen. Das ist Quatsch. Lieber einen Perk dabei haben, was immer aktiv ist. Und wir bekommen eine richtig dicke Menge an Missionen und Quests. Versiegelung der Verheerung. Oh, das hier ist, glaube ich, das Finale, ne? So wie es ausschaut. Okay. Ich habe an Stärke gewonnen. Also nicht die bestimmte Mission, aber hier. Das ist Dingen. Auf jeden Fall. Also dieser Platz, weil ich sehe jetzt hier nicht. Ach doch! Hier, Rückeroberung Hyrules. Das war das. Ups, ja gut, dann habe ich mich gerade ein bisschen vertan. Sorry. Sorry dafür. Aber kann mal passieren. Eine neue Kraft. Ja, jetzt hat er auch drei Spezialangriffsleisten. Und ich werde ihm auch im nächsten Part dann wahrscheinlich, werde ich ihn mal mitnehmen. Eine neue Kraft. Boah, also er wird gerade richtig gebufft, ne? Okay. Luxusgeflügel Pilaf. Heißt das so? Heißt das Pilaf, das Gericht? Oder irgendwie Pilaf oder so? Keine Ahnung. Was ist das hier? Wildbeerencrepe. Oh, das hört sich geil an. Das hört sich ja richtig geil an. Also, nicht nur in-game, sondern halt, wenn man sich das so im Real Life machen würde. Oh, hätte ich gerade schon Bock auf so einen Crepe. Ja, einfach Beeren. Dann so mit Schokosoße einfach überzogen. Richtig geil. Hätte ich schon mega Bock. So, ist hier irgendwo. Nö. Gibt keinen Shop mehr, bei dem wir was holen können. Aber hier. Hier. Wildbeeren. Moment mal, Wildbeeren. Okay, also, Moment mal. Für Wildbeerencrepe? Okay, Moment.
Eine Qualitätsbäckerin ist entschlossen, in kalten Regionen nach süßeren Wildbeeren zu suchen. Hilf ihr bei der Vorbereitung auf die Kälte, damit sie nach Herzenslust Beeren sammeln kann. Okay, es ist anscheinend missionsabhängig. Ich habe da gerade gedacht, okay, für den Wildbeeren-Crepe, also für die Wildbeeren-Crepe-Mission, brauchen wir keine Wildbeeren. Aha, aber okay, anscheinend brauchen wir dann wahrscheinlich für den Crepe selber die Wildbeeren. Nun gut. Ist hier noch was? Nö. Aber hier unten. Maxi Lachs. Boah. Auf Lachs hätte ich auch mal wieder Bock. Ich bin noch stärker geworden. Mhm. Und hier das Dingen. Ich habe es das können wir noch machen. Verstärkung der Charakteraktion. Ermöglicht dir mehr Lichtpfeile abzuschießen. Okay, also das lohnt sich jetzt noch mehr, die Spezialangriffsleiste dafür zu benutzen, weil vorher dachte ich mir immer so, ne, ist vielleicht nicht ganz so geil, aber jetzt lohnt sich das anscheinend sehr heftig. Gut, dann würde ich sagen, wir machen zum Abschluss noch hier diese Mission, Rückeroberung von Hyrule. Rückeroberung Hyrules. Okay. Was auch immer. Wir werden jetzt schon König Roam mitnehmen. Tun, wie es sich für einen König geziemt. Ja. Das sind mal... Ich werde meine Pflicht tun, wie es ja, ja, ist ja gut. König ich stehe euch zur Seite. Das ist mal eine Ansage. Das ist mal eine richtige Ansage. Und wir können hier das Ding auch direkt ausrüsten, ohne irgendwas upgraden zu müssen. Das hat nämlich schon 16 Damage mehr als das Schwert, was wir direkt zu Anfang bekommen haben. Und habe ich es jetzt zu Ende gesagt? Ich glaube nicht. Ich mache einen kürzeren Part, weil ich heute nicht so Bock habe aufzunehmen und irgendwie bin ich generell irgendwie müde, bin irgendwie, keine Ahnung, schlaff, keine Ahnung, irgendwie, weiß nicht, ich bin irgendwie kaputt heute. Das, ja, das macht da dann nicht so Bock, hier zu sitzen und irgendwie richtig energisch zu kommentieren, das weiß ich nicht, hat man, finde ich, nicht so die Kraft für. Aber nun gut. Solche Tage haben wir immer mal. Muss ich jetzt einfach mal durch. Dann mache ich halt einen kürzeren Part und gut ist. Ich meine, wie lange wird der Part hinterher sein? Okay, wenn ich so auf das Zeitlimit schaue, dann wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde, weil ich glaube, wir sind eine halbe Stunde im Part. Und das ist, also das ist schon lang genug. Das ist schon lang genug. Ich denke, die wenigsten werden sich die volle Länge anschauen. Okay, Glacierock. Mega nice, wir haben hier den Stab. Das heißt, wir können den direkt reinböllern. Und haben damit auch schon den ersten Schmetterangriff. Alles klar. Können wir ihm... Ja, nicht wirklich, ne? Wir konnten doch mal am Anfang... Oder irgendwann konnten wir doch die Arme wegböllern. Und damit konnten wir ihn dann zum Liegen bringen. Okay, jetzt aber. Okay, nice. Man muss nur vernünftig zielen.
Komm, mach doch Stasis. Ich hab doch gedrückt. Okay, nice. Ich glaube, er ist down, oder? Ja. Er ist down. Schönes Ding. Schaffen wir auf jeden Fall locker. Schaffen wir locker. Vor allem, wenn wir hier durch die Charakter durchwechseln. Können wir... Ja. Dankeschön. Und noch ein Symbol. Wunderbar. Oh, wie es geleckt hat. Was ist das denn hier? Meine Fresse. Und wenn sie dann alle ihre Symbole hat, dann geht sie auch richtig ab, ne? Da macht es erst richtig Bock, mit Impa zu zocken. Okay. Aber hier sind irgendwie nicht so viele Gegner. Was ist denn hier los? Ich finde auch irgendwie, sie verliert die Symbole zu schnell. Finde ich. Ich weiß nicht, vielleicht soll man permanent das Feature benutzen, um von Gegner zu springen. Ja, bestimmt. Oder wahrscheinlich auch irgendwie so zwischendurch mal ein Symbol aktivieren und das dann einsammeln. Verlängert das dann? Verlängert das das dann? Nee, also wir können keine Symbole generieren, wenn wir alle haben, oder? Nee. Es ging gerade einfach nicht. Es ging gerade nicht. Okay, wir brauchen nur noch ein ganz kleines bisschen. So, jetzt. Schmetterangriff. Ist er jetzt schon down? Die Drohnen waren immer sehr schwach, ja. Alles klar. Nee, nicht Link. Ich gehe zu Zelda. Ja, okay. Gehen wir zu Roam. Roam scheint hier gewollt zu sein. Von den Level. Also nehmen wir einfach ihn. Und fertig. So. Oh, und er ist richtig stark, ey. Holy shit. Wenn man das mit Impa vergleicht. Ich weiß nicht, habe ich ihn vielleicht sogar aufgelevelt? Was zum Teufel? Habt ihr das gesehen? Einfach die Hälfte der Balken abgezogen. Nur mit Stasis, oder? Was? Nur mit Stasis? Ich glaube schon, ne? Alter, er geht aber auch richtig ab. Also der Charakter gefällt mir echt sehr gut. Ich fand den Zweihänder zwar sehr cool mit Link, aber irgendwie hat mir der Playstyle nicht so gut gefallen. Hier gefällt... Ach, scheiße. Hier gefällt er mir auf jeden Fall deutlich besser. Und? Hä? Ach so, wir müssen das chargen. Okay. Und dann macht es auch dementsprechend mehr Damage. Was soll man da eigentlich gegen machen? Ich meine, man... Ja, ich sehe es. Man steht ja generell sehr nah dran immer. Und dann rollt er einfach auf einen drauf. Oh, was? Okay, na gut, nehme ich. Und rollt er einfach auf einen drauf und macht einem Damage. Und dann kann man sich nicht bewegen und kann man auch nicht diesen Counterangriff ausführen. Also, das ist auf jeden Fall sehr gemein. Okay, sehr nice. Ja, es fehlt nicht mehr viel. Ja, okay. Damit ist er down.
Weg mit dir. Und jetzt zu Zelda. Der silberne Leune hat den Vorposten erobert. Welchen Vorposten? Den hier bei mir oder... Den bei Impa. Den bei Impa. Und Link ist hier. Nein. Ich dachte, er wäre wenigstens bei Impa. Also, was heißt wenigstens? Bei Impa hätte er richtig gut gestanden. Aber hier bei Zelda bringt er mir relativ wenig. Also ich habe Impa auch sehr vernachlässigt mit dem, mit den Leveln und mit den Waffen generell. Aber hat man auch gesehen, ne? Mit den Waffen, da hatten wir so viele in der Reserve. Okay, nice, schön ausgewichen. Und Stasis. Nice, schön. Finde ich sehr gut. Und nochmal Stasis. Boah, das hätte mich fast getroffen. Aber eben nur fast. Tschüss. Und Impa ist wieder dran, ne? Aber sie hat alle ihre Spezialleisten und... Aua. Hier ist nicht silberner... Ja, hier ist ein silberner Leune. Oh nein. Komm. Komm, Impa. Du kriegst das trotzdem hin. Sowas von nicht. Sie wird das sowas von nicht hinbekommen. Ah, scheiße. Ich benutze hier das Blitzdingen und das böllert richtig rein. Holy shit, das böllert sowas von rein. Aber er bekommt echt nicht viel Damage durch den Spezialangriff von Impa. Ich meine durch den, nicht durch den Spezialangriff, sondern durch den, durch den Schmetterangriff. Okay, wunderbar. Schmetterangriff. Sie schlägt sich auf jeden Fall sehr gut. Sie schlägt sich unfassbar gut. Aua, fuck. Ich will das jetzt mit ihr schaffen. Nice, schönes Ding, Impa, auf jeden Fall. Jetzt benutzen wir nochmal den Spezialangriff. Wo gerade schön alle aufeinander stehen. Und versuchen hier beide zu hitten. Benutzen nochmal den Blitzschlag. Dann ist der auf jeden Fall down. Ah, fuck, okay. Alles klar. Okay. Spezialangriff. Sehr nice. Stasis. Ballern wir ihm hier die Balken weg. Schön. Dann nochmal. Okay. Und dann nochmal Blitzschlag. Ja, schön, Impa. Du hast ihn fast. So. Weg mit deinen Balken. Ja, das... Also ich musste zwar so ungefähr alles rausböllern, was ich hatte.
Aber es hat Bock gemacht, auch mal mit Impa zu zocken. Mit der komplett underlevelten. Vor allem dann das mit ihr zu schaffen, ist nochmal eine ganz andere Challenge, ne? Komm. Jetzt dreh dich doch mal vernünftig schnell um. Dann würdest du vielleicht auch mal den Typen da treffen und ihm Balken abziehen können. Okay, nur noch einen Balken übrig. Und Schmetterangriff. Ist er weg? Jawohl. Huh! Das war nice. Und wir haben die ganzen die ganzen Zauberstäbe auch gar nicht mehr benutzen müssen. Nur jetzt halt für den Leunen. Aber danach brauchten wir einfach gar nichts mehr. Ich dachte so, ja, vielleicht kommt da dann doch nochmal was, aber nö. Kam tatsächlich nichts. Und damit haben wir's. Wunderbar. So, haben wir jetzt noch irgendwelche Missionen, die wir abschließen können hier? Beziehungsweise Quests, besser gesagt. Eine neue so. Kraft. Warum blinkt ja auf einmal alles? Du hast ein Dankeschön erhalten. Nice. Warum blinkt hier alles? Glutforelle. Die nehmen wir. Und schon wieder eine Quest, die wir abschließen können. Wildbeerenkrepp. Beutequote für Materialien plus 20%. Also das können wir uns dann auf jeden Fall reinböllern und damit dann zusammen mit dem Farmschwert richtig Kohle machen. Maxidurians können wir uns auch noch kaufen. Und ja, das war's. Ach so. Ja, okay. Wegen den komischen Urkunden da. Hat das hier alles geblinkt? Wildbeere. 6 Maxidurians brauchen wir noch. Okay, hier können wir noch was kaufen. Die Frostlinge. Ja. Wunderbar. Und das war's. Nun gut. Das war's auch erstmal für die heutige Folge. Wenn's euch gefallen hat, lasst gern ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch im nächsten Part wieder. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bis demnächst und ciao.